Guten Tag und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Edition. Hat man das gerade im Hintergrund gehört? So ein Pokémon-Schrei. Gibt's auch irgendwie nur in Feuerrot. Dass die Pokémon im Hintergrund, also die Pokémon, die in der Route heimisch sind, im Hintergrund manchmal schreien. Ich habe aber nicht erkannt, was es war. War zu leise. Naja, hier waren wir stehen geblieben. Wir müssen gegen die hässlichen Schönheiten kämpfen. Geheimpower. Pikachu. Wehe, Statik wird wirken. Dann vergewaltige ich dich. Los, Pikachu. Stirb. Ja. Egal. Heile ich nicht auf. Wird ja sowieso gleich gewechselt. Verfolgung. Okay. Oh, du durchtriebenes Balk. 1944 Geld. Ja, Level 31, das wollte ich gucken. Und als nächstes kommt Samen. Lass deine Pokémon gegen meine antreten. Silvia. Und Gigasauger. Ja, Spotlight, das bringt nichts. Warum setzen sie das ein? Ich verstehe es nicht. Oh. Wie wenig das abzieht. Pippi! Mauzi, ja, okay. Einen davon wird sowieso aushalten. Mal gucken, wie viel. Ja, Heuler. Giga-Sucker. Der Giga-Train, wie es im Englischen heißt. Das war schon alles? Keine von beiden. Oh, solche Leute kotzen mich an. Wow, deine Orden sind super cool. Tabitha. Tabitha. Sehr effektiv. Oh, Regentanz. Volltreffer. Ja, der Volltreffer war egal. Wenn ich die Route hier fertig habe und die kommenden und in der Stadt ankomme, werde ich die Stadt aber nicht erkunden. Es gibt ja zwei Wege in die Stadt. Und dann nehme ich erst den anderen Weg, um die Trainer da zu besiegen. Das hat nicht ganz gereicht. Reich! Ja, habe ich. Ach genau, da war was. Eisen oder so. AP Plus, oh. Habe ich dem schon drei Stück gegeben? Nein.
Dann kriegt es noch eins in die Fresse. Gigasauger. Los, schluck es. So, jetzt hat es 8 HP. AP. Dadam. Meine niedlichen Pokémon möchten dich gern kennenlernen. Mhm. Taubsi. Ja. Okay, wird erstmal mit Zerschneider der Kopf abgehackt. Wirbelwind. Ja, gerade das Paralysierte. Das, mein Glück eben. Mauzi, zurück auf Sammeln. Und Gigasauger. Finte. Taubsi. Das Blöde bei Samen ist, es wird keine stärkere Pflanzenattacke als die hier lernen. Denn in dieser Generation gibt es noch keine. Solarstrahl könnte ich beibringen, aber nee, da muss ich immer eine Runde aufladen. Und in der Runde wäre ich sogar angreifbar. Tauboga gegen Tauboga. Und Tauboga gewinnt. Fliegen oder Rückkehr? Fliegen. Bei Rückkehr bin ich mir noch nicht so sicher. Oh, Windstoß. Ja, einer der wenigen Attacken, die noch im Flug treffen und dafür aber doppelten Schaden machen. Ja. Die Hälfte weniger. Nochmal fliegen. Obwohl, das war dumm. Das war so... Ja, Wirbelwind. Ja, Wirbelwind trifft nicht. Das ist komisch. Ja, okay. Das war das Dümmste, was er machen konnte. In der nächsten Runde Ruckzuckhieb einsetzen. Das ist ja natürlich die Attacke mit Priorität und ich bin noch in der Luft. Ja, wow, du hast mit Leichtigkeit gewonnen. Was, schon? Ach so, ich dachte auf Level 36. Obwohl, nein, Samen, genau, Samen. Dieser Samen entwickelt sich sehr schnell. Glumanda langsam und Shiggy normal. Genau. Bisaflor, jetzt haut es richtig rein. Ja, jetzt ist es das Pokémon, was am meisten reinhaut. Nur nach den Werten her. In Wirklichkeit ist es ein Harten. Weil ein Harten hat ja auch noch Attacken, die stärker sind als Gigasauger. Punkte kann ich auffallen. Ja, ich war wirklich zu geizig für den Trank. Stimmt, da komme ich noch. Ja. Die Schlampen versperren den Weg. Drücke Select, um die Position der Items im Menü zu tauschen. Ja, aber kein Bedarf. Jetzt nicht. Myraptor. Auf der nächsten Route will ich ein Pokémon fangen. Mhm.
Was steht hier? Schaue links neben dem Pfosten. Schaue links. Echt, das ist so cool. Das ist ja eigentlich rechts von, ja, also wenn wir gerade drauf gucken, ist es ja eigentlich rechts. Aber wenn der Typ das liest, ist es ja links für ihn. Also wenn man an so etwas denkt, dann ist es, das mag ich. Meine Vogel-Pokémon begleiten mich immer. Fridjof. Rückkehr. Ja, Zugkeep. Und ein One-Hit. Tauboga. Dieselbe Strategie. Ja, noch ein Ruckzuckhieb. Ja, dieselbe Strategie. Auch auf der gegnerischen Seite. Da muss ich doch eigentlich nur noch gut zu Vögeln entwickeln, oder? Habe ich da jemanden vergessen? Achso, nee. Saka muss ich noch entwickeln, aber geht noch nicht. Wird auch erstmal lange Zeit nicht gehen. Ein Ibitak. Oh. Ah, Mann, warum so etwas Unnützes wie Heuler? Ich hätte doch mal was wirklich Gutes einsetzen können, damit es auch mal spannend wird. So etwas wie Borschnabel oder sowas. Oh, ich sollte Steam ausschalten. Sonst habe ich das immer gemacht, Steam ausgeschaltet, aber diesmal habe ich es vergessen. Ich entschuldige mich dafür. Supertrank, los! Okay, hier ist auch nichts. Kann damit nicht gemeint sein. Mit dem Schaulinks. Dann ist es. Dann haben die wirklich dran gedacht. Dann zeige ich jetzt mal die Pokepuppe. Blutzug. Haha, gerade bei den geilen Pokémon. Aber egal, fange ich mir nicht. So können wir eben aus jedem Kampf entkommen. Außer es ist ein Trainerkampf. Aber man kann ja manchmal nicht entkommen. Ja, lauf! Bin unterwegs und habe Rückenwind. Oh, sehr viele Pokémon. Ich hoffe, das passt noch rein in die Folge. Hab noch etwas mehr als eine Minute, anderthalb ungefähr. Mhm. Ich hoffe, das trifft jetzt immer. Taubsi. Wohl bei so schwachen Pokémon könnte ich, also wie Taubsi, könnte ich ja auch mal einen Durchbruch ausprobieren. Haruzuki. Ja, da reicht es auch aus. Und Durchbruch kann nicht so schnell verfehlen wie Steinhagel. Los, Joschka Fischer. Abi, Abi, Tag. Ja, das ist jetzt ein sehr spannender Kampf. Es werden nur die untersten Entwicklungen eingesetzt. Alles ist One-Hit. Ja. H
Hat sich Game Freak dabei gedacht, dass es wirklich Leute gibt, die Probleme da haben? Oder wie war das jetzt? Der Wind dreht sich. Ich bin nur Sieg, ich werde nach Hause fliegen. Ja, okay, ich werde die Folge schneiden.